Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes. Und heute geht es um das Thema, was treibt dich an? Woher kommt die Motivation? Und der Zusammenhang mit Dopamin. Welche Rolle spielt dieses Hormon, dieser Neurotransmitter in uns? Ja, wenn es so um die Frage geht, du bist nicht motiviert, wo kommt deine Motivation her, was treibt dich an, dann kommen viele auf die Ideen, das muss ein großes Ziel sein, deine Leidenschaft, und dann kommt irgendwas Großes oder es kann auch was Kleineres sein wie, ich habe heute diesen Plan oder ich habe heute diese Aufgaben, die muss ich erledigen und dann zack, 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 machst du die durch. Manchmal halt einfach nur, weil du musst, so in einem Low-Level und manchmal auch, weil irgendetwas dabei ist, so eine Freude oder so. Und genau das ist jetzt der Punkt, genau das möchte ich mir mit dir heute mal genauer anschauen. Was passiert in uns, wenn wir motiviert sind? Woher kommt diese Motivation? Und das jenseits von so Themen und Dingen, die im Außen sind, sondern was macht der Körper damit, wenn uns etwas antreibt, wenn wir motiviert sind? Und dabei spielt dieses Hormon Dopamin eine sehr, sehr große Rolle. Viele machen das in die Richtung der Glückshormone, so Endorphine und die anderen, die bringen es eher in den Bereich Suchtbereich rein. Wir sind süchtig nach Dopamin. Es gibt, wenn du bei YouTube mal guckst, ganz, ganz viele Videos Dopamin-Detox. Und beide haben sie aber ihre Berechtigung. Tatsächlich ist Dopamin ist ein Glückshormon, macht tolle Gefühle, aber erst danach, wenn also etwas passiert ist. Und das ist ein bisschen der Trick dabei, dass es ist ein Belohnungshormon, nennen wir es eher. Das heißt, du hast etwas gemacht, irgendeine Leistung und jemand anderes zum Beispiel, wir sind darauf trainiert worden, zum Beispiel durch die Eltern, das waren die ersten, du hast deine ersten Schritte gemacht. Und dann haben die sich gefreut, du hast es in ihren Augen gesehen. Und dann hat das kleine Kind, hast du auch, Dopamin ausgeschüttet, hast dich auch gefreut. Du hast irgendwie deinen ersten Buchstaben geschrieben und wieder siehst du von der Oma oder von den Eltern irgendwie, oh, das hast du ganz toll gemacht und dann freust du dich. Dopaminausschüttung, das steckt dann dahinter. Es ist irgendetwas geschehen, irgendeine Leistung zum Beispiel und dann erhältst du dafür eine Belohnung, dann freust du dich. Und das wird komplexer und komplexer im Laufe des Lebens und es funktioniert auch ohne diese Anerkennung zum Beispiel von außen durch ein von innen gesetztes Ziel. Ich möchte eine Woche lang kalt duschen und am siebten Tag, yeah, ich habe es geschafft. Dann kommt das von innen heraus. Das, was dich aber jetzt antreibt, was motiviert dich denn für etwas? Das ist die Erinnerung des Körpers nach Dopamin. Er erinnert sich daran, da war doch etwas, was sich so toll, so gut angefühlt hat. Das will ich wieder haben. Und das ist dann, was uns motiviert, denn am Ende kommt die Dopaminausschüttung. Am Ende kommt immer dieses Glückshormon. Oh, und das ist wie so ein Schauerregen. Das fühlt sich so gut an. Und das ist es. Das wollen wir haben. Und wenn wir jetzt gerade in so einem Low-Level-Bereich sind, irgendwie nichts treibt mich an, nichts motiviert mich, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt so hier bin, dann ist es nicht, dass dein Körper die Stoffe fehlen, um Dopamin auszuschütten, sondern es verlangt nicht nach danach, es verlangt nicht nach diesem Stoff, es verlangt nicht nach diesem Glücksgefühl, denn eine andere Stimmung, eine andere Hormoncocktail, der ist da oben drüber und der bestimmt das. Und im Endeffekt ist es beim Körper nicht so, dass er unterscheidet zwischen dieses Gefühl und dieses Gefühl. Und das ist das Gute und das ist das Schlechte und das ist traurig, sondern er unterscheidet nach, da passiert wenig im Körper und da passiert viel im Körper. Und wenn viel passiert, wenn da viel Ausschüttungen sind, viel Emotion, dann ist es gut, dann ist es okay. Und deshalb kann es auch sein, wenn du in so einem Low drin bist, wenn permanent Stress oder auch Ängste, dass den Körper schon genug beschäftigt,
dass er da bereits genügend biochemische Ausschüttungen hat, dass er nach nichts anderem einfach aktuell ist. Ja, natürlich wäre das schön, aber das treibt mich jetzt nicht an. Ich habe da keine Lust drauf. Und dann ist so eine Lustlosigkeit da. Das liegt eben daran, dass schon was da ist. Es ist nicht so, dass unser Körper also immer nach Dopamin aus ist, sondern er ist eher immer drauf, wenn wenig biochemische Stoffe im Körper ausgeschüttet werden, wenn also ein bestimmter Level einfach unterschritten wird, er will mehr, er will was. Und im Regelfall ist das tatsächlich etwas, wo er hin will. Aber das kann eben auch sein, wenn jemand in so einer eher depressiveren Phase ist, wenn der Cortisolspiegel recht hoch ist, dass der Stressspiegel dann hoch ist, dass da auch schon genug da ist und die Bewertung kommt aus dem Kopf, das ist das Negative, das ist nicht gut und das ist das Positive, das ist das Schöne. Das sind Bewertungen aus dem Kopf. Der Körper selbst, der bewertet nur noch viel wenig, 0, 1. Das ist alles bei ihm. Und was uns also motiviert, was uns vorantreibt, das ist diese Lust auf diese spätere Belohnung, auf diese spätere Dopaminausschüttung. So, oh, ich habe es geschafft. Und das kann auch bereits passieren, wenn es etwas ist, wo man in schon Zwischenschritten sieht. Wow, das macht richtig Spaß, das ist toll, ich habe wieder ein Zwischenziel geschafft. Jetzt bin ich schon 5 Tage in dieser Challenge dabei. Jetzt sieht man bei unserem Haus schon den Rohbau, das ist ganz toll. Dann gibt es da schon auch diese Zwischenausschüttungen, das ist dieses Wow. Was es aber ganz, ganz trickreich macht, das können wir Menschen mit unserem Gehirn. Wir sind sogar in der Lage, diese Vorfreude zu haben, dieses Dopamin, also vor dem Ereignis bereits auszuschütten. Vorfreude, das ist das Wort dafür. Der Trick dabei allerdings, und ich nenne es auch ein bisschen die Gefahr, die wir dabei haben, ist, dass es nicht dann vorher schon eine Ausschüttung gibt und danach wieder. Sondern es gibt es nur einmal. Du hast also für ein, ich sag mal, für irgendein Ereignis, für eine Tätigkeit, für ein Ziel, für irgendwas, irgendeine bestimmte Menge an Dopamin, die ist dafür irgendwie bei dir vorgesehen. Manche, die sprühen ja dann vor Freude und manche, die haben das eher innerlich in sich und sagen, wow, das war geil, yo. Und die schütten auch Dopamin aus und das ist bei denen auch okay. Das ist aber nicht so, dass du das zweimal kriegst. Nehmen wir mal als Beispiel. Du fährst in Urlaub und du freust dich schon vorher. Du hast jetzt gebucht und oh, alles wird ganz, ganz toll und ist schon viel, viel Vorfreude da. Und jetzt, 4 Monate später, da bist du tatsächlich im Urlaub und du hast es schon vorher, die ganze Zeit vorgestellt. Und dann tritt das Ereignis ein. Der Urlaub ist da, du bist im fremden Land. Es ist warm und du kommst ins Hotel an und das Beste, was dir jetzt passieren kann, ist, dass es so eintritt, wie du dir vorgestellt hast. Du hast vorher Erwartungen aufgebaut und jetzt bist du da. Das heißt, das, was du vorher schon an Vorfreude, an Dopamin verbraucht hast, das kriegst du jetzt nicht nochmal. Und deshalb ist es viel leichter, wenn du schon so lange dir das vorstellst, dass du dann, wenn das eintritt, enttäuscht wirst. Dass etwas so, ja, das ist so, wie ich es mir erwartet habe. Das Buffet war so, wie ich es gedacht habe. Das Essen hat so geschmeckt. Ja, das kann man sich von einem 5-Sterne-Haus ja erwarten. Oder im Strand. Naja, tagsüber waren viele Leute, aber wenn man früh hingeht, dann hat man schon noch seine Ruhe. Da ist nicht dieses, wow, das ist ganz toll, weil das hast du vorher schon verbraucht. Es geht viel leichter, dass etwas enttäuscht ist, dass da ein Ober- und Bedienung mal patzig ist. Dass das Zimmer, dass man da doch noch bestimmte Geräusche von der Straße her hört, dass irgendetwas nicht so passt. Das ist dann die Enttäuschung, die dann kommt. Das ist dann, du hast vorher deine ganze Vorfreude, dein Dopamin schon verbraucht. Kinder zum Beispiel, das kennst du vielleicht auch, hast du das schon gehabt. Du hast dir zu Weihnachten was gewünscht. Und dann ist die Vorfreude schon so groß da. Wow, wow, wow.
dass am Ende die Gefahr der Enttäuschung, dass irgendetwas, oh, das ist gar nicht das Gerät, das ist das eine Nummer kleiner, oh, dass die Eltern haben sich andere Gedanken gemacht und ich habe das überhaupt gar nicht gekriegt, oder, oh ja, jetzt habe ich es ja, jetzt habe ich meinen großen Lego-Baukasten ja da, jetzt baue ich den auf und es ist schön, aber die Freude ist nicht so groß, als wenn es eine Überraschung gewesen wäre. Das ist das andere dann. Null Vorfreude, null Dopamin vorher und plötzlich pff, kriegst du es wie mit Kübel ausgeschüttet in deinen Körper. Oha, das ist ja eine Überraschung. Das geschieht also rasch, plötzlich und dann wumm. Das ist der Unterschied zwischen ich habe schon eine lange Planungsphase, Vorfreude und dann am Ende kann es eben einfach nur noch im besten Fall tritt deine Erwartungshaltung ein. Da passiert nicht mehr viel, weil du dein Dopamin vorher schon verbraucht hast. Das Gegenstück dazu ist dann, es passiert ganz plötzlich und dann kriegst du die volle Ausschüttung auf einmal. Und Dinge, die uns antreiben, Motivation, also Motivation, da ist ja Bewegung mit drin, das ist dann, wenn wir Lust haben und wenn wir uns nach diesem Gefühl einer Dopaminausschüttung, wenn wir uns danach sehnen. Je länger das dauert, umso wichtiger ist es, dass wir vorher auch schon kleine Ausschüttungen haben. Was aber dann bedeutet, da kommen wir wieder zu diesem Zusammenhang von gerade vorher, wenn du also etwas zum Beispiel für 365 Tage machst, ein ganzes Jahr, und das dauert ja nun echt sehr, sehr lange, da musst du schon sehr diszipliniert sein. Und deshalb machst du so kleine Monatszwischenziele. Und diese kleinen Monatszwischenziele, die verbrauchen schon etwas von dem Dopamin, das du eigentlich am Ende kriegen würdest. Und deshalb ist, du hast jetzt dein Dezemberziel zum Beispiel erreicht. Jetzt hast du nur noch 4 Wochen und dann, yeah, hast du ein ganzes Jahr lang irgendwas geschafft. Da ist dieses, oh, jetzt habe ich ein ganzes Jahr lang, bin ich jeden Tag 10 Kilometer laufen gegangen. Da kriegst du nach dem 365. Tag nicht mehr diese große Ausschüttung, als wenn das irgendwie ein plötzliches Wurm gegangen wäre. Oder wenn das ein großer Wettkampf gegangen wäre, wo du ganz, ganz lange schon hinarbeitest. Und dann sind viele Menschen da und du hast echte starke Konkurrenten. Und jetzt läufst du, das ist der Lauf deines Lebens. Das ist eine völlig andere Qualität, die da dahinter steckt. Und jetzt ist die Frage bei dir selbst, was für ein Typ bist du? Bist du jemand, der schon viel, viel vorher verbraucht mit Vorfreude und am Ende dann, ja, oder jemand, der das einmal längere Zeit durchzieht, sozusagen sein Dopamin auf dem Weg schon nicht verbraucht und dann am Ende, boah, ich hab's geschafft. Jetzt gönne ich mir aber echt eine tolle Belohnung. Bedenk immer dabei, die Dopaminmenge, die du kriegst, deine Belohnung, also der Grund für deine Motivation, die erhöht sich nicht unbedingt. Nicht mal unbedingt, die erhöht sich nicht. Du kannst sie vorher durch Vorfreude, ich habe das Projekt gestartet, ich habe meine Challenge gestartet, ich mache mir mein neues Business auf, oh, ich habe meinen ersten Kunden oder so. Und dann ist der erste Kunde, in 2 Wochen hast du dann einen Termin mit deinem ersten Kunden und es lief einfach gut. Dann lief es gut, dann ist es nicht mehr so, als wenn das plötzlich dann passiert, also wenn die gesamte Ausschüttung dann passiert. Und das können wir tatsächlich ein bisschen steuern. Das hängt schon sehr von deiner Persönlichkeit ab. Ob du jemand bist, der sagt, wow, jetzt ganz großartig meine Challenge, oder eher jemand so, ich lege nicht so gerne, ich rede nicht so über ungelegte Eier, sondern ich ziehe das jetzt erstmal durch und am Ende ist es dann soweit. Das ist eine Persönlichkeit- und Typgeschichte. Und da kannst du mal mit dir ein bisschen reflektieren und kannst vielleicht sogar, wenn du das bewusst machen möchtest, wie komme ich bewusst zum Beispiel zu einer höheren Dopaminausschüttung, zu also mehr Freude und damit mehr Antrieb. Und da musst du echt in deine eigene Persönlichkeit gucken, denn da gibt es kein Rezept, das für alle gilt, denn da sind wir einfach von unserer Art her zu verschieden und auch der Sog, der Wunsch nach diesem Dopamin, der ist einfach unheimlich unterschiedlich und häufig ist es auch so, dass wir die Menge, die unser Körper einfach verlangt, dass wir die woanders herkriegen und deshalb
ist so eine Challenge, die tut mir jetzt gar nichts, so wenn dich das motiviert, aber mich motiviert das nicht mehr. Für mich ist das jetzt nicht so besonders. Und dann ist die Frage für dich eher, was motiviert dich denn? Und dann am Ende, wo freust du dich dann am Ende noch, wenn du das geschafft hast? Und da kommen wir zu dieser Detox-Geschichte. Wenn wir schon so süchtig danach sind und unser Körper, unser Gehirn schon weiß, wo kriegst du es? Und das sind bei ganz vielen Menschen, die diese Online-Detox, Dopamin-Detox-Geschichten machen. Das hängt dann sehr, sehr viel mit zum Beispiel Online-Spielen zusammen, weil dort in der Programmierung sehr, sehr viel auch mit Psychologie gearbeitet wird, wo dann eben diese Zwischenziele sind. Du musst irgendeinen Gegner besiegen, musst irgendwie ein Landmark, du musst irgendwie ein Ziel erreichen. Das ist genau das Gleiche, was da abläuft. Und wenn du das erreicht hast, dann kommst du ein Level hoch. Dann bist du jetzt der Fürst und jetzt bist du der König und so weiter und so fort. Das sind genau die gleichen Punkte, die da passieren. Und wenn das aber in einer virtuellen Welt online geschieht und du hast es in deiner Spielekonsole drin und dann kriegst du das die ganze Zeit auch durch so Kleinigkeiten wie am Handy zum Beispiel. Das reicht ja schon. Es wird schon Dopamin ausgeschüttet, wenn du dort so eine kleine rote 5 hast für 5 ungelesene E-Mails und du machst es auf und putzt und diese 5 ist weg. Dann ist es das kleine Gefühl, ich habe wieder was geschafft. Dann kriegst du ein minimales Dopamin, so wie so. Ich zeige das immer gerne mit so einer Pipette, so und fertig. Und dann geht es dir wieder gut. Aber weil das extrem wenig war, nur ein paar Sekunden. Und dann kommt das nächste. Was gucke ich jetzt? Jetzt gucke ich hier, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Das ist alles nur einfach nach Dopamin nach. Und daher kommen diese Dopamin-Detox-Geschichten. Damit du wirklich in deinem echten Leben wieder mal echte Freude hast. Ist das bei dir nicht der Fall? Kriegst du das also noch gut hin in deinem Leben? Dann sei dir darüber im Klaren, dass es am Ende die Erwartungshaltung, dass du Dopamin ausgeschüttet kriegst. Aber das ist nicht natürlich vordergründig das. Das ist das, was dein Gehirn da drin macht. Vordergründig ist es ein sachliches Ziel. Ich habe ein Jahr lang jetzt, jeden Tag bin ich rausgegangen zum Joggen, 365 Tage. Was mir gerade einfällt, ist die Geschichte mit Wigald Boning. Der hatte das Ziel, mal ein Jahr lang, 365 Tage lang, jeden Tag baden zu gehen, egal welches Wetter, egal wo er ist, er findet irgendwas und wenn es nur in der Stadt Köln ein Brunnen ist, wo er reingeht, aber er geht jeden Tag baden. Inzwischen ist er bei Tag 530 und irgendwas noch. Das ist auch so ein Ding. Boah, ich habe es heute wieder geschafft. Jetzt erlebe ich es gerade mit Regentonnen. Gehen Sie in die Regentonne rein und ja, ich habe es wieder geschafft. Das ist Dopamin, was ausgeschüttet wird. Findest du für dich dein Ding, was von innen dir herauskommt und wo du dann am Ende dein Dopamin kriegst, sozusagen deine Belohnung kriegst? Und das ist es, was dich motiviert. Daher kommt deine Motivation. Das ist es, was uns Menschen wirklich antreibt. Es ist nicht das Thema, was ich tun will, sondern es ist dahinter immer hier oben von deinem Gehirn produziert: Ich will Dopamin. Und dafür tue ich was, damit ich es ausgeschüttet kriege, damit ich es mache. Kann man jetzt nicht hergehen und kann es einfach nur ausschütten? So gibt es irgendwo einen Dopaminknopf und drücke ich da drauf, ohne was getan zu haben? Das wäre dann zum Beispiel bestimmte Art von Drogen, die auch mit Dopamin und Serotonin arbeiten. Das sind zwei so Glückshormone eben. Dort geht es ein bisschen in die Richtung. Das hat dann die psychologische Langzeitwirkung, dass tatsächlich dann der tägliche Antrieb, überhaupt aus dem Bett rauszukommen, fehlt, weil der Körper schon völlig auf so eine künstliche Schiene abgefahren ist. Das würde ich dir also nicht empfehlen, sondern suche dir deine natürliche Motivation. Und sei dir darüber im Klaren, am Ende will dein Körper nur Dopamin. Er ist ein kleiner Junkie.